Unser Unternehmensberater war gerade, unser ehemaliger Unternehmensberater war gerade da. Den habe ich das letzte Mal gesehen, als ich keine Angestellten hatte. Und jetzt war er wieder da und das war eine ganz krasse Zeitreise für ihn. Und er war beeindruckt, glaube ich, was wir gebaut haben. Und aber auch enttäuscht von mir, wie ich mich mittlerweile verändert habe. Wissen wollte, was haben wir so für Probleme und was sind so unsere Herausforderungen, und ich habe die ihm so genannt, und in dem Gespräch kam natürlich raus, dass ich für alles schon die Lösung habe, aber es gerade nicht mache so richtig oder wir nicht so richtig machen. Und so sind wir dann die Probleme durchgegangen, die wir haben. So, was sind eure Probleme? Cashflow. Aber wir haben die und die Lösungen, die wir gerade eruieren. Und sagt er, ja okay, eine davon wird es ja. Nächstes Problem. Das Problem war die vier Mitarbeiter inklusive mir, die zu viel das tun, was sie nicht tun sollten, und zu wenig das tun, was sie tun sollten. Und die Lösung ist die und die. Dann sagte er, ja, das ist die Lösung, nächstes Problem. Und so sind wir durch ein paar Sachen durch. Das sind alles Sachen, an denen wir einfach arbeiten, die wir fertig machen müssen, dann passt das schon. Wachstum zum Beispiel auch, hat er gesagt, weißt du, wie Wachstum geht? Da war ich ein bisschen perplex. Er meint, und habe eher so in Richtung Nein geantwortet oder halt so, also ich habe eher in die Zukunft geguckt und er meinte, guck mal in die Vergangenheit, ihr habt Wachstum, ihr wisst, wie Wachstum funktioniert. Nächstes Thema, naja, am Ende sind wir halt dort gelandet, so, wo willst du hin, was wollt ihr schaffen, was wollt ihr machen, und dann haben wir von der Größenordnung gesprochen und von Traumkunden und vor allem auch von unserem Symbolkunden, den wir gerne mal hätten. Oder den ich gerne mal hätte. Und jetzt musst du es pixeln. Nö, lieber eine Abmahnung. Ihr habt doch einfach nur ein bisschen Gymnastik gemacht. Ja, ja. Und dann meinte er, wie willst du da hinkommen? Und dann habe ich halt wieder erklärt, so, wir versuchen gerade eine Brand aufzubauen und Trust und Content und Downloads und Leads und Reichweite und bla. Und er meinte, ach so denkst du mittlerweile auch in so Stufen, ne? Und dann eine Stufe nach der anderen und dann am Ende ist dann der Erfolg, und ich nicht ganz kapiert. Und er meinte, ja früher, und er hat das mir so aufgezeichnet, so, das ist halt eine Treppe und die meisten denken so, dass man halt Stufe für Stufe gehen muss und dann kommt man oben an, und das funktioniert halt in den seltensten Fällen, weil man die Stufen immer Umwege sind und man sich ständig eine neue Maßnahme raussucht, die man irgendwie gehen muss. Und ich aber früher, und da soll ich mich doch an Xing bitte erinnern, einfach versucht habe, direkt bei XY, bei dem und dem Kunden rauszukommen und mit dem zu reden und ihn zu fragen, was muss ich tun, um für euch zu arbeiten und warum ich das nicht mehr mache. So. Und dann haben wir ein bisschen so diskutiert und ich hatte ein paar Einwände, dass wir doch eine Content-Marketing-Agentur sind und über Marketingkunden gewinnen müssen, aber Content-Marketing auch trotzdem noch ein, das war sein Einwand, ein Long-Term-Spiel ist und es einfach dauert, die Brand aufzubauen, es einfach dauert, die Reichweite aufzubauen, es einfach dauert, dann irgendwann richtig qualifiziert Leads zu generieren und qualifiziert genau die Leute auf sich aufmerksam zu machen, die man auf sich aufmerksam machen will. Und ich stattdessen mir mal wieder überlegen sollte, wie ich das schon morgen erreichen kann. Deswegen werde ich nächste Woche mit neuen Maßnahmen beginnen und versuchen sofort diese Kunden zu gewinnen, anstatt erst in 2 Jahren.